bisher geschah. Matt Tucker? Mann, das muss ja eine Ewigkeit her sein. Einen neuen Plan. Ich werde euch auch gleich das System von der Clue 2 näher bringen, wie das alles funktioniert, genau. Wir haben jetzt auch unseren ersten Komplizen. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei der Clue 2. Es ist endlich wieder soweit. Videos kommen wieder. Es sind ja jetzt schon 5 Tage oder sowas her, dass kein Video gekommen ist. Ich werde gleich erklären, wieso. Vorab möchte ich euch erstmal sagen, was wir jetzt tun. Wir überfallen Tante Emmas Laden mit unserem kleinen Bug. Und zwar werden wir die alte Frau ausrauben, das hart verdiente Geld, was sie sich in ihrer Rentnerzeit hier mit ihrem kleinen Emmas Laden erwirtschaftet hat, werden wir ihr jetzt aus ihren kalten, toten Händen greifen. Und ich erzähle euch in der Zwischenzeit mal, wieso kamen eigentlich so lange keine Videos mehr von meiner Seite aus. Und zwar gibt es da eigentlich auch eine relativ leichte und schnelle Erklärung. Ich sag's mal so, ich habe nach 2-3 Jahren mal wieder mein Fahrrad ausgepackt, mal wieder aus dem Keller geholt beim Kollegen. Das stand da nämlich schon auch schon 2-3 Jahre. Bin dann auch motiviert mit ihm zur Tankstelle gefahren, hab das nochmal aufgepumpt, wollten ja ein bisschen Training. Ist ja auch ein bisschen sportliche Betätigung, sag ich mal so, Fahrradfahren. Und auf jeden Fall dann aufgepumpt, zurück, dann oben noch ein bisschen gechillt, ein bisschen gegammelt, ein bisschen gelabert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich hau rein, Digga, wir sehen uns. Und dann bin ich dann auch gegangen. Auf dem Weg nach Hause, alles lief topfit. Das Fahrrad, sage ich mal, ist jetzt nicht mehr das Beste, also das Fahrrad hat schon seine besten Zeiten hinter sich, der alte Drahtesel. Aber so ist es. Ich will ja nur damit vorankommen und dachte mir, ach, das Stückchen bringt schon, dann mache ich das zu Hause, bringe das dann auf Vordermann wieder, um dann damit wieder mal ein bisschen rumzufahren, weil jetzt ist ja auch Sommer, man weiß ja nie bei dem Wetter, soll man sich raustrauen, sage ich mal, regnet es oder nicht. Auf jeden Fall hat sich an dem Tag ein bisschen mit der Sonne wieder eingekriegt und war eigentlich auch relativ schönes Wetter. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann kurz vor meiner Tür, wirklich 10 Meter oder so davor, da ist noch so eine kleine Straße nochmal, da bin ich dann nochmal lang geballert und irgendwie gab es dann im Rad, also so als wenn ein vorne einer einen Regenschirm reinsteckt, gab es dann so ein, ich weiß jetzt, mir fällt das Wort nicht ein, auf jeden Fall hat das Rad gestockt und ist hängen geblieben. Daraufhin ist dann natürlich, ist ja klar, wenn das Fahrrad, müsst ihr euch vorstellen, ihr rast da lang, auf einmal blockt das Vorderrad, genau, blocken war's. Das Vorderrad blockt, was passiert dann? Rad hält an, Rad überschlägt sich. Mensch, der drauf sitzt, überschlägt sich auch. Auf jeden Fall habe ich mich dann überschlagen mit dem Rad, bin dann mit der vollen Wucht auf meinem Kinn gelandet, also voll mit dem Körper rein in den Asphalt, der hat mich erstmal liebkost. Und danach lief dann auch schönes Blut, sah dann ganz witzig aus, bin dann aufgestanden, dachte mir, was ist jetzt passiert? Der Schmerz setzt natürlich erst später ein, kennt man ja, man denkt sich im ersten Moment erst, fuck, wieso habe ich mein Fahrrad wieder genommen? Auf jeden Fall bin ich dann hochgegangen, habe das ein bisschen verarzt und alles und dann ging es auch wieder. Auf jeden Fall habe ich jetzt gemerkt, ich kann nicht so gut reden nach den ersten 2 Tagen. Also jetzt ist ja mittlerweile schon der 3., 4. Tag angelaufen. Jetzt kann ich auch wieder reden und meinen Mund normal bewegen, weil wenn ich den bewege, das Kinn zieht und zerrt, weil das ist ja eine Wunde da unten. Wie so ein, ihr müsst euch ja vorstellen, ihr klatscht auf den Asphalt und rutscht noch ein Stück. Dabei löst sich dann ein bisschen so die Haut und dann gibt es da auch schon eine eklige kleine Schürfwunde, die einen wirklich auf den Sack gehen kann, weil wirklich alles, was ihr macht, benutzt ihr fast euer Kind zum Lachen, zum Essen, zum Weinen. Na gut, weinen jetzt nicht, ich habe nicht geweint, keine Ahnung, ob es dann auch weh tut. Auf jeden Fall benutzt ihr wirklich für fast alles euer Kind. Und ich weiß gar nicht, ob euch das klar ist, für wie viele Sachen ihr eigentlich euer Kind benutzt. Auf jeden Fall warten wir jetzt erstmal bis Tante Emma. Wir haben jetzt hier eine Socke gefunden, jetzt werdet ihr euch wundern, woher wusste er, dass denn genau da eine Socke ist? Das hat er ja schon vorher gespielt. Ja, habe ich auch. Ich habe kurz mal hier die ersten 2 Missionen gemacht. Das heißt, es wird erst so ab der 2. Mission wirklich blind hier alles. Das heißt, ich weiß nicht mehr, was kommt. Und da gibt es dann auch eine relativ gute Taktik, die ich mir, na gut, was heißt ausgedacht? Ich habe mir eine Taktik zusammengestellt, wo ich, und zwar werde ich immer vorspulen, was heißt vorspulen, ich gehe dann so ein bisschen durch die Räume, check alles ab, ob sie mich sieht oder nicht, weil wir planen das ja erst, das ist ja das System bei der Clue. Wenn man den letzten Part gesehen hat, hat man, da habe ich es erklärt, dann hat man es auch verstanden und gucken, wo liegen die Sachen und Objekte und danach spulen wir zurück und holen dann spezifisch diese Objekte, weil das dauert wirklich ewig, wenn ihr da Objekte sucht und dann erwischt ihr euch und ein Hin und Her, deswegen machen wir es so. Auf jeden Fall haben wir jetzt die alte Oma nicht vergewaltigt, ausgeraubt. Das wäre ein bisschen heftig. So extrem ist dann doch nicht das Spiel. Und ihr seht ja oben rechts und links wieder mein Fernseher, unten wieder die Icons. Ist natürlich alles wieder mit dabei. Wie immer. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg, denn ich will euch mal ein neues Feature zeigen.
was wir jetzt entdecken werden. Und zwar werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Vielleicht treffen wir unterwegs noch ein paar Kumpanen, die wir ins Team einladen können. Wer weiß, was man hier so findet. Das ist Bruno. Den kennen wir aus dem ersten Part. Hier liegt ein Drahtesel. Darauf setze ich mich mal jetzt lieber nicht. Denn wenn man sich Clou anguckt, der hat schon so ein Kinn. Das heißt, der kann nur auf sein Kinn fallen. Wo soll der Mann hinfallen, außer auf seinem Kinn? Oder vielleicht auf so einer komischen, perversen Elvis-Locke. Was will der Hund hier? Ich sollte diesen Straßenköter in Ruhe lassen. Ist vielleicht eine ganz gute Entscheidung. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Pfandleihe und müssen dann warten. Und ich erzähle nebenbei, was uns hier noch so erwartet. Denn wir werden jetzt erstmal auf den Schwarzmarkt gehen, erstmal unsere Sachen. Oh, da ist ein Typ, die sprechen wir natürlich an, die Type. Die können wir hier nicht gehen lassen. Ich habe hier nichts zu sagen. Ist auch schön. Da kommt schon eine Olle. Quatschen wir die an. Diesen Typen kann ich, glaube ich, nicht bequatschen. Okay. Was sagt der hier zu uns? Oh, der war ja unhöflich, der Typ. Oder war ich das jetzt? Ich war das. Ach, da kommt der Hund schon wieder in die dreckige Töle. Auf jeden Fall erzähle ich weiter. Wir bewegen uns jetzt auf den Werkzeugladen. Wir haben ja schon ein paar Sachen erbeutet. Im ersten Part in der Tankstelle, dann in Tante Emmas hart erbeuteten Laden mit ihrer Geldsocke. Und jetzt werden wir mal gucken, was wir im Pfandleihhaus dafür so kriegen. Also was uns die gute Dame oder der gute Herr... Ups, jetzt gab es einen kleinen Leck. Pardon. Was uns der gute Herr Ali da drinne gibt. Gehen jetzt mal rein und quatschen ihn mal an. Also bis gleich, Leute. Hallöchen. Was kannst du mir denn zeigen? Ah ja, was noch? Wie viele Elefanten verkaufst du so im Monat? Und wo hast du sie überhaupt her? Wo versteckst du ihn denn? Was kannst du mir für diese Sachen anbieten? Jetzt zeigen wir Ali unsere Sachen. Da haben wir eine Klorolle. Verkauft, ein Feuerlöscher, verkauft, Geld ist gewaschen. Ich wundere mich gerade nur. Ach, scheiße. Wisst ihr, was wir vergessen haben, Leute? Mann, wir haben ja nur die geplant. Das heißt, wir haben jetzt nur den Plan gemacht. Das ist das Böse. Das heißt, wir haben noch gar nicht die Socke und das, was wir bei Tante Emma ausgeraubt haben, haben wir noch gar nicht mitgenommen. Weil man plant es ja erst und dann kann man wirklich die Sachen nehmen und dann verkaufen bei Ani oder sowas. Es gibt später auch noch andere Läden, da muss man dann umschauen. Verkaufe ich da oder da meine Sachen, weil die haben dann verschiedene Angebote und Preise. Dann kann ich Autos kaufen, wo ich dann wieder mehr Ware mitnehmen kann. Mit den Komplizen, die hier rumlungern. Und dies und das. Also wir sind uns später, zum späteren Zeitpunkt des Spieles, wirklich noch einige Möglichkeiten geboten. Und ich werde euch auf der Strecke mal kurz erzählen, mein nächstes Projekt, was ich in Planung habe. Und zwar werde ich morgen, wenn es mir möglich ist, ein neues aufnehmen. Und zwar werde ich in die Richtung Let's Get Retro nehmen. Das heißt, wir werden 15 Minuten ein ganz altes Spiel zocken. Ich kann euch jetzt auch schon sagen, was das erste Spiel sein wird. Und zwar habe ich GTA 2 ausgepackt. Werde dann natürlich vom neuen GTA noch ein bisschen Gameplay zeigen, dies und das. Und so wird es dann weitergehen. Das heißt, wenn ihr mal Bock habt, mit mir was zusammen zu machen bei Let's Get Retro, sucht euch ein altes Spiel raus, was zu zweit geht. Am besten zusammen und nicht gegeneinander. Denn ich will wirklich immer nur die ersten 15 Minuten, also die ersten 15 Minuten oder mittendrin aus dem Spiel 15 Minuten nehmen. Ups, jetzt habe ich hier Plan bearbeiten gemacht. Wir wollen aber den Plan starten. Und spulen das jetzt hier mal einen Zeitraffer ab. Genau. Und Let's Get Retro ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz lustige Spalte wird es werden. Denn wir werden dort in Let's Get Retro, wie gesagt, alte Spiele spielen. Und ich bin froh, wenn mir einer sagt, hier, ich habe das so ein Spiel, lass uns mal zusammen zocken. Immer gerne bin ich dabei, meldet euch. Die Let's Get Retro Spalte ist für alle da. Jedes Spiel, wir wollen so viele Retro-Spiele wie möglich probieren zu bekommen. Und ich bin mal gespannt, was wir da im Laufe der Zeit so für Spiele kriegen. Aber jetzt erstmal hier eine kleine Zwischensequenz. Ja. Es war ein gutes Gefühl, wieder im Geschäft zu sein. Zu spüren, wie das Adrenalin in die Adern schoss. War das der Grund, warum Sinclair sich das Ministry of Light vornehmen wollte? Das war einfach zu verrückt, um wahr zu sein. Doch ich dachte nicht weiter darüber nach und beschäftigte mich stattdessen damit, mir die Zukunft in den Farben des Geldes auszumalen. Doch leider sieht die Zukunft selten so aus, wie wir sie uns vorstellen.
So Leute, da war eine kleine Zwischensequenz. Ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt jetzt drin ist oder ob sie da verbuggt ist wegen dem scheiß Fraps. Auf jeden Fall, Leute, sehen wir uns im nächsten Part. Ich werde dann im nächsten Part den dritten Einbruch starten. Ich werde dann vorher ein paar Sachen machen, ein bisschen Werkzeug kaufen und sowas. Wenn ihr dabei sein wollt, sagt mir Bescheid. Auf jeden Fall wird es dann wieder weitergehen, jetzt ein bisschen flüssiger alles. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Schaut vielleicht noch ein paar andere Videos von uns. Immer natürlich mit Animationen, Einblendungen und viel Spaß mit dabei. Also haut rein, Leute. Haut rein, haut rein.